Liebe Genossinnen und Genossen, der Landesvorstand, unser Landesvorstand hat gestern in einem Rückfall in alte Zeiten einstimmig die Wahlstrategie beschlossen. Wir wollen am 4. September Wahlerfolge bei den Landtags-, Kreistags- und Landratswahlen. So einfach ist das. Aber damit stehen wir natürlich nicht allein. Es wird schon schwieriger, weil auch unsere politischen Konkurrenten den Wahlerfolg wollen und dafür viel Geld, Geist und eine wirksame Taktik einsetzen. Dazu gehört auch ihre politische Sprache. Libysche Flugverbotszone sagen CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne und unterstützen sie politisch, logistisch, demnächst auch militärisch. Die Wahrheit ist stets das erste Opfer jedes Krieges. Und die Wahrheit ist eine westliche Luftkriegszone. Und ausgerechnet der SPD und den Grünen ist es nicht genug, nicht auch direkt mit deutschen Bomben wie in Jugoslawien und Afghanistan dabei zu sein. Schutz der Zivilbevölkerung, humanitäre Pflichten, Unterstützung von Revolution und Demokratie wird gesagt. Unsere Sprache ist einfacher und ehrlich. Gaddafi ist das miese Produkt eurer Politik in der Vergangenheit. Krieg ist eure Politik in der Gegenwart. Barbarei und immer häufigere Kriege sind ihr Ergebnis. Und ebenso verfahren sie hierzulande. Die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich seit ihrer gemeinsamen Agenda 2010 bedrohlich verfestigt, in einem strukturschwachen Land wie Mecklenburg-Vorpommern in besonders schlimmem Ausmaß. Aber sie haben die Langzeitarbeitslosen in Kunden und Fälle umbenannt und deren Kindern mit einem Care-Paket, das sie arroganterweise Bildungspaket nennen, auf die nächsten Lebensjahre geschickt. Ganz einfach. So einfach ist neoliberale Politik. Einfach für uns bleibt, dass wir uns weiter empören, genau hier durch unsere Politik Änderungen herbeiführen wollen. Die Kunden und Fälle der Bürokratie und dieser Politik sind Lebensschicksale, Armutsschicksale, oft genug und immer öfter auch für Kinder aus solchen Familien. Genau gesagt, für ein Viertel aller Kinder in unserem Land. Wenn empörende, skandalöse Zahlen nicht nur die Politik zugunsten der Banken und Fonds, sondern auch Soziale- und Beschäftigungspolitik grundlegend ändern könnten, diese eine müsste ausreichen. Doch so einfach ist es eben nicht. Zur Taktik unserer Kontrahenten gehört auch etwas, das schon die Wahlkämpfer der alten Römer erfolgreich praktizierten. Titus Livius jedenfalls berichtete, den größten Einfluss in der ganzen Behörde der Zehnmänner hatte Appius Claudius, und zwar dadurch, dass er sich für die Plebs einsetzte. Und er hatte sich in seiner Gesinnung tatsächlich so sehr gewandelt, dass er aus einem trotzigen und wilden Verfolger der Plebejer plötzlich ein Volksfreund wurde, der nach jedem Schimmer der Volksgunst haschte. Ich werde den Eindruck nicht los, dass nicht nur die Wahlstrategen der SPD bei Appius Claudius gegutenbergt haben. Damit werden wir uns auseinandersetzen, ohne die Hoffnung auszugeben, dass die Durchpeitscher von Hartz IV und seiner jüngsten entwürdigenden Fortsetzung vielleicht doch einmal von trotzigen und wilden Verfolgern der sozial Ausgegrenzten zu Politikern werden, die die Menschen würdigen und die es würdig sind, für Menschen Politik zu gestalten. Über kaum ein Thema wird in der Bundesrepublik so viel diskutiert wie über Integration. Doch Hartz IV ist eine zynische Desintegrationsstrategie. Eigentlich müssten das Gründe für eine grundlegende Wende der Sozial-, Wirtschafts-, Finanz- und Beschäftigungspolitik auch der dafür verantwortlichen Sozialchrist-, Freidemokraten sowie der Grünen sein. Doch wir wissen, solche Lernfähigkeit kommt nicht von allein. Sie braucht Anstöße, den Widerstand der Betroffenen, die Solidarität mit ihnen und gesellschaftliche Bewegung. Das alles ist nicht durch schöne Beschlüsse, richtige Analysen und tolle Konzepte herbeizuführen. Wir haben gerade erlebt, dass der verschwenderische Bahnhofsbau in Stuttgart und die arrogante Atompolitik von Frau Merkel auf einen heißen Herbst stießen. Die soziale Kälte in der Bundesrepublik tat es nicht. Oder der Lernprozess braucht Katastrophen wie jene in Fukushima. Doch welche soziale Katastrophe sollte dafür nötig sein? Das kann niemand wollen.
Es geht um das einmalige Leben von Menschen. Diese reiche Gesellschaft der Bundesrepublik und die Politik haben kein Recht, es ihnen zu zerstören. Und wir, die Linke, hat kein Recht, sie allein auf eine womöglich andere Zukunft zu vertrösten. Es kann und es muss heute Veränderungen für sie geben. Dazu gibt es allerdings auch eine einfache Möglichkeit. Die Linke bei den Wahlen am 4. September stark machen. Wir haben politische und finanzierbare Alternativen und unser Wahlerfolg wäre auch der einfachste und wirksamste Förderunterricht für die sozialpolitischen Sitzenbleiber in der CDU, FDP, SPD und bei den Grünen. Denn letzten Endes geht es nicht um uns, aber es geht nur mit uns. Es geht darum, dass unser Land und seine Einwohnerinnen und Einwohner dringend eine andere Politik brauchen. Dafür sind wir da. Mag sein, dass die Umfragen und die Zeitungen recht haben, wenn sie meinen, dass diese Themen gegenwärtig für viele Wählerinnen und Wähler, die Politik und die Medien nicht mehr so zentral sind wie vor anderthalb Jahren. Und es ist offenkundig, dass die Betroffenen kaum aufbegehren, sondern eher resignieren. Wir werden demoskopische Analysen sehr ernst nehmen und gründlich auswerten. Doch wir werden keinen demoskopischen Wahlkampf, sondern einen Wahlkampf um Demokratie und gesellschaftliche Solidarität um und für die Menschen führen. Wenn die Politik der anderen Parteien Millionen Menschen vergisst und verstößt, die Linke kann und wird das nicht. Und wir können nachweisen, dass soziale Gerechtigkeit und Qualität, gute und soziale Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen, starke Kommunen und eine umfassende, eine gesellschaftliche Energiewende auch die beste Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Innovationspolitik für Mecklenburg-Vorpommern sind. Wir gehen zuversichtlich in die Wahlkämpfe und dies hat viele Gründe. Unsere bisherige Politik in Opposition, sozialen, anderen Auseinandersetzungen in den Kommunen, in früheren Regierungen. Unsere realistischen und finanzierbaren Vorschläge und Forderungen, unsere fachlich, politisch und sozial kompetenten Kandidatinnen und Kandidaten, eine Partei mit tausenden engagierten Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Wir können erfolgreich sein, wir sind erfolgreich, wenn wir selbst optimistisch sind und Optimismus ausstrahlen. Doch der eigentliche Kern unserer Zuversicht ist nicht parteipolitischer Natur. Zum einen haben ausnahmslos alle anderen Parteien, da kam die Deutsche Sprachkommission mit der Kür ihres Unworts des Jahres viel, viel zu spät, in ihren Regierungsverantwortungen immer wieder behauptet, ihre Politik sei alternativlos. Wenn es so wäre, brauchte man eigentlich keine Wahlen und Regierungen, dann wären wir bei Technokraten besser aufgehoben. Vor allem aber ist das ein entlarvender und lähmender politischer und gesellschaftlicher Pessimismus. Wir sagen und wissen, es gibt Alternativen und viel bessere als die bisher praktizierte Politik. Zum anderen gehen wir in unserer Wahlstrategie davon aus, dass sich in der Bundesrepublik ein Wandel, ein Aufbruch abzeichnet. Das ist nach meiner Überzeugung die eigentliche Botschaft der Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ein politischer Frühling. Menschen beginnen wieder Hoffnung zu haben, dass sie der Politik nicht ausgeliefert sein müssen, sondern selbst Einfluss nehmen, sich durchsetzen können. In unserer Region haben wir das vor gar nicht so langer Zeit erlebt, als der jahrzehntelange, kluge, energische und politisch so breite Kampf gegen das Bombodrom, gegen mehrere Bundesregierungen, darunter auch zwei von SPD und Grünen, gegen Bundeswehr und Rüstungslobby erfolgreich endete. Deshalb zieht sich durch unser Wahlprogramm der Anspruch, Menschen mehr Möglichkeiten für eigene Entscheidungen in allen ihren Angelegenheiten zu geben. Deshalb sagen wir Ihnen auch in unserem Wahlkampf, ihr habt noch viel zu selten die Chance, Politik zu entscheiden. Doch am 4. September könnt ihr entscheiden, ob ihr eine rot-schwarze Unsozialpolitik wollt, die die Armut und soziale Ausgrenzung in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu bekämpfen vermag, oder eine tatsächliche Sozialpolitik mit uns, die alles unternehmen wird, diese Situation hier und gegenüber der Bundesrepublik zu ändern. Ob ihr eine schwarz-rote Vergabepolitik, öffentliche Aufträge ohne gesicherten und menschenwürdigen Mindestlohn oder mit uns ein Landesvergabegesetz mit Mindestlohn und Tarifpflicht wollt.
ob ihr eine rot-schwarze Wirtschaftspolitik ohne nachhaltige und soziale Effektivität oder mit uns eine Wirtschaftspolitik wollt, die auf die Stärkung moderner, zukunftsorientierter Unternehmen und Arbeitsplätze und ihre soziale Qualität gerichtet ist. Ob ihr rot-schwarze beschäftigungspolitische Passivität oder einen öffentlichen geförderten Beschäftigungssektor wollt. Ob ihr eine rot-schwarze Bildungspolitik wollt, die soziale Bildungsnachteile verstetigt, Schüler, Lehrer, Eltern nicht ausreichend an der Entscheidung beteiligt, die finanzielle Unsicherheit der Schulen nicht löst oder mit uns eine gute Schule für alle, die mehr soziale Chancengleichheit und Beteiligung bedeuten wird. Ob ihr eine rot-schwarze Landesregierung wollt, die nicht fähig ist, der Spekulation mit landwirtschaftlichen Flächen entgegenzutreten oder mit uns den Erwerb der bundeseigenen Flächen durch das Land fordert, um damit die Spekulation zu begrenzen und eine wirksamere Förderung von Strukturpolitik im ländlichen Raum sowie beschäftigungspolitische und ökologische Landwirtschaft zu ermöglichen. Ob ihr schwarz-rote Politik über die Köpfe der Menschen hinweg oder mit uns ihre ehrliche Beteiligung an allen kommunal- und landespolitischen Angelegenheiten, an Bildungs-, Kultur-, Energie- und Strukturpolitik wollt. Wir sagen als einzige Partei eindeutig und offen, dass wir einen Regierungswechsel und eine rot-rote Regierung für Mecklenburg-Vorpommern wollen. Das werden wir offensiv vertreten und anstreben. Doch letztlich ist das für uns alle und für Helmut Holter allemal ein sekundäres Wahlziel. Wir werden nicht der Mehrheitsbeschaffer für die SPD sein und wir wollen auch die SPD nicht als Mehrheits- oder Regierungsbeschafferin für uns. Wir wollen eine andere, eine bessere, eine sozialere, ökologischere und wirtschaftspolitisch erfolgreiche Politik für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist unser alleiniger Maßstab. Mit der CDU bleibt die politische Blockade. Mit uns, mit einer gestärkten Linken, ist eine bessere Politik in unserem Land möglich. Danke.